Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir auf einer 18 Kilometer Strecke unterwegs zwischen Grevenbruch entlang der Erft. Da fließt sie. Begleiten wir die Erft ein wenig, mehr oder weniger, bis zu ihrer Mündung in den Rhein bei Neuss bzw. zwischen Grimlinghausen und Gnadental. Ja, und wenn ihr Lust und Laune habt, bleibt dran. Mal schauen, was wir hier für Höhepunkte schon sehen. Einen haben wir ja schon gesehen, dieses, wie sagt man, Kronkorkenhäuschen. Ja, kann man sagen. Oh, das ist der erste Höhepunkt. In dem Sinne geht's weiter. Und ich sag mal, bis später. So, wir verlassen jetzt den Hans-Gottfried-Bernhard-Weg, der Bürgermeister der Gemeinde oder der Stadt Grevenbruch von 79 bis 94. Das war der Weg hier an der Erft. Ja, wir gehen jetzt so ein bisschen durch Wefflinghofen durch. Die Seite ist, glaube ich, ein bisschen schöner. Also ein bisschen schöner zu gucken. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt durch Wefflinghofen durch. Trennen uns so ein bisschen von der Erft. Die sehen wir aber näher wieder. In dem Sinne, bis später. Wefflinghofen hinter uns gelassen und zum ersten Mal eine Stempelstelle des also bekannten Jakobsweg gesehen. Jo. Ich mache das nicht extra mit diesen Touren, einfach spontan geplant, ohne großartig drauf zu gucken. Und dann läufst du wieder den Jakobsweg und triffst eine Stempelstelle. Zurück zum Thema, zurück zu unserer Tour. Wie schon, ist bestimmt schon gemerkt, das Wetter ist fantastisch. Die Wege sind gut, manche breiter, manche kleiner. Gefallen mir bis jetzt. Positiv überrascht von der Strecke. Da wo ich bis jetzt durchgelaufen bin, ist jetzt Grevenbruch vom Bahnhof aus oder durch Wefflinghofen mit der Stempelstelle. Auch so kleine Highlights, muss man ja mal sagen. So was sieht man ja auch nicht alle Tage. Und ja, bis jetzt von dem Weg selbst positiv überrascht. Man läuft ja nicht immer so schöne Wege, ist auch manchmal langweilig oder geteert oder reines Feld, aber das kann ja noch kommen. Ich habe ja erst, glaube ich, knappe 6 Kilometer hinter mich gebracht, also ein Drittel der Tour. Ja, mir immer ein kleines Päuschen machen und dann was trinken, Kleinigkeit essen und dann geht's weiter. Sieht sie noch, die kleine Bank in der Nähe vom Mühlrad, 7 Kilometer hinter mich gebracht, ein kleines Päuschen gemacht, was getrunken, Kleinigkeit gegessen, weiter geht's. Mühlrad durchschritten, jetzt sitze ich hier auf so einer Bank, im Hintergrund ist Mühlrad. Sieht man das? Ja, vielleicht
das eine oder andere Häuschen noch. Und ich hab sie wieder. Da ist er, die Erft. Ich habe vorher gewusst, dass die Bank so einen tollen Blick hat, hätte ich hier mein Päuschen gemacht. Aber wir haben heute keinen großen Zeitstress. Wir genießen das einfach mal ein bisschen. Auch wenn es kein plätschernder Bach ist. Es ist ein fließender Flüsschen. Ein fließendes Flüsschen. Kleiner, sehr klein, ja, und matschiger. Das kommt noch dazu. Schön matschig. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass es in den letzten Tagen wieder ordentlich geregnet hat. Jetzt sind wir auf einer alten Bahntrasse. Welche das jetzt genau ist, ich glaube von Heldenstein, irgendwie Grabenbruch, Heldenstein, irgendwie so in der Richtung. Ich blende das mal unten ein. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich die Kamera anmache, kommt ein Flugzeug. Naja, machen wir eine kleine Info. Der Bahndamm ist 13 Kilometer lang und verläuft zwischen Heldenstein, wo es jetzt auch hingeht, bis nach Rommerskirchen. Also schon eine ordentliche Strecke. Boah, herrlich. Wieder die gute Erft. Ja, schon einige Kilometer schon hinter mir, Kilometer 10 haben wir schon durchschritten. 8 Kilometer noch vor uns. Die Sonne knallt von oben. Jetzt kommen die getierten Wege. Aber so langsam in das Einzugsgebiet der Städte wieder zurück. Gleich kommt Leckhofen, Reuschenberg und die ganzen Stadtteile von Neuss. Eine kleine Pause, genieße gerade so ein bisschen die Ruhe, wenn nicht gerade so ein Flugzeug drüber fliegt. Oh, getrunken, was gegessen, jetzt geht's weiter, die letzten 5 Kilometer. Die letzten 5 Kilometer, ich laufe jetzt eigentlich auf der falschen Seite, eigentlich müsste ich auf der anderen Seite laufen, da war es mir etwas zugewachsen, deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden. Der ein bisschen freier ist vom Unkraut. Doch noch einen schönen Wanderweg gefunden, der so ein bisschen hier vorbeiläuft. Vor allem ist es hier kühler, also sobald du in den Schatten reinkommst, es ist angenehm. Der Weg ist auch gut frei. Der wird auch schon noch benutzt, das merkt man auch. Und ja, es ist ein anderes Klima hier, wenn man so ein bisschen im Schatten unterwegs ist. Die Erft läuft einen nebenan, da ist er. Und der Weg wird wahrscheinlich gleich wieder auf den anderen Hauptweg kommen.
dem Radweg ist vor dem Radweg, sind wir auf dem Radweg zurück. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt auch so bleiben wird. Ja, 3,5 Kilometer sind es noch, glaube ich. Und ja, bis jetzt eine sehr, sehr gute Tour. Mir ist jetzt sehr gut gefallen. Die Tour ist vorbei, damit war auch das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 18, knapp 19 Kilometer waren es am Ende. Und lasst gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben zurück. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne den Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst, wenn es wieder heißt MNT und Tour. Ich bin der Michael. Grüße, bleibt gesund und tschüss.